Yo, was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und es geht ja weiter mit der Web-App, weil es nicht anders geht. Und in diesem Video haben wir auch wieder ein bisschen Content. Die erste Frage oder das erste Thema, was wir bearbeiten werden, ist, wie kriegt man die Transferliste auf 100 hoch? Ja, weil ich habe das bei vielen Leuten gesehen, in Streams oder auch auf Twitter. Ich weiß auch nicht, ob jemand das schon hochgeladen hat, aber auf Twitter geht ja auch zwei Methoden rum. Wie man das hochbekommt. Bevor ich reingehe, erkläre ich noch ein bisschen, was ich gemacht habe die letzten Stunden. Und zwar kannst du eigentlich auf drei Methoden Coins machen. Du kannst einerseits, ja, oh, ihr seht ja schon, UV ist sehr gut weggegangen, schon einer. Da ist es der Punkt, UV, ja, UV ist ein Punkt und der zweite Punkt ist Sniping. Ihr seht hier zum Beispiel Lacazette. Ja, ich habe oft den für 1, 2, 1, 3 bekommen, aber auch voll auf 500, 600, 700 und da machst du dann pro Karte 6, 7, 800 Münzen und ihr seht, wie oft ich ihn gesniped habe und ich habe das richtig schnell bekommen. Mit denen habe ich über 10k gemacht, innerhalb nicht mal eine Stunde. Ist nicht schlecht und ihr seht, die zweite Methode ist UV, die dritte Methode ist Bronzepad-Methode. Alle drei Methoden meiner Meinung nach funktioniert ganz gut. Ich denke, Sniping funktioniert am besten, weil da kannst du 10k in einer Stunde machen. Aber kannst du wahrscheinlich auch mit UV viel Coins machen, wenn du eine richtige Liste hast. Aber die baue ich mir langsam jetzt gerade auf. Und ihr seht auch hier, Bronzepack. Ich werde, glaube ich, alle drei ein bisschen kombinieren, weil die eine Methode, um deine Transferliste auf 100 zu bekommen, dadurch kannst du nicht mehr richtig snipen. Ich erkläre euch auch gleich warum. So, dann erkläre ich euch die erste Methode, wie das geht. Ich lösche erstmal hier die ganzen Verkäufe. Und wichtig ist es hier, jetzt nicht auf Neuanbieten zu gehen. Damit es funktioniert, dass du das auf 100 bekommst, musst im Verkauf, darfst du nicht immer nur 30 haben. Das ist ein kleiner Glitch bei EA, keine Ahnung, ich hoffe, die fixen das noch. Du kannst es wieder auf 100 bekommen, hier habe ich zum Beispiel meine Liste. Ihr habt ja gesehen, den einen habe ich für 850 verkauft, den habe ich für 450 ein. Wichtig, wie findet man solche Spieler raus? Auf Gebot und bietet auf, je nachdem wie teuer sind, 300, 350 maximal. Wenn ihr zum Beispiel wisst, der Spieler geht für 500, sofort Kaufpreis, dann könnt ihr auch für 450 mehr bieten. Ja, und dann, ja, je nachdem, wie nach Bauchgefühl, hier machst du dann 350 mehr. Das sind 300 Münzen pro Karte. Ja, auch wenn die ein bisschen higher rated sind, kannst du auch sagen, komm, mach ein bisschen mehr. Ja, ist so wahrscheinlich so ein Gefühl, ne? Ich glaube, wenn du nur in Anführungsstrichen das Doppelte machst, ja, gehen die, glaube ich, richtig schnell weg. Und ja, ich stelle jetzt mal alle rein. Wie gesagt, ihr seht ja hier ein paar Spieler, die könnt euch ein bisschen vielleicht auch Inspiration nehmen. Meiner Meinung nach, genau, habe ich gar nicht erklärt, wenn man die bekommt, ne? Sucht euch am besten beliebte Nation, beliebte Liga und fertig, ja. Und ich glaube, ja, dann ist es easy, je nachdem, was für SBCs rauskommen, gehen dann noch schneller weg die Karten. Ich mache dann dieselbe Methode wie immer. Ich gucke mal mein Video an, ich weiß gar nicht, ich bin gerade nicht am Stream, sondern würde ich sagen, mach Ausrufezeichen UV. Ja, dann sieht ihr, was wir, da habe ich schon ein Video über IV hochgeladen, was man achten muss. Eine wichtige Regel ist eigentlich, dass man einen Spieler nur einmal drin hat, ja, damit er besser weggeht. Das gilt eigentlich auch für die. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr eine 100er Liste habt und es geht dann pro Stunde, keine Ahnung, 10 Stück weg, sind das 3k. Ja, kannst du ja selber hochrechnen. 10 mal reinstehen, hast du 30k, weißt du. Ist auch nicht schlecht so für nebenbei. Und dann kannst du ja immer noch snipen, dies, das. Und Bronzepack-Methode finde ich auch nicht schlecht, ist ein bisschen glücksabhängig, aber ja, ihr seht ja schon, wir haben 16, theoretisch darfst du ja nur 30 haben und das ist der Punkt. Na, ich muss eigentlich, oh, der ist direkt wieder weggegangen. Ist er hochgegangen? Weiß ich gar nicht. Eigentlich muss ich das noch ein bisschen ausnutzen und zwar, ich bin gleich wieder, ich mache jetzt ein bisschen Bronzepack-Methode nebenbei noch und dann komme ich gleich wieder. So, und irgendwann hast du das Limit erreicht, ja, dann steht, kommt dieses Zeichen. Ja, da steht dann, dieses Item kann nicht angeboten werden, da dein Transferlimit erreicht ist. Ja, das ist ein Ende und das ist halt dieser eine Bug, ihr könnt das wieder, ja, Spieler draufstellen wie jetzt. Wenn das jetzt wieder 27 ist, dann kannst du wieder 3 Spieler draufstellen, ja. Also, solange immer hier 30 steht, kannst du immer wieder draufstellen. Der Bug ist, wie man 100 Liste bekommt, auf die sichere Art und Weise. Es gibt noch eine andere Art und Weise, die finde ich ein bisschen riskant. Zum Beispiel, wenn du hier guckst, ja, bam, dann machst du alles neu anbieten. Und dann hast du hier, ihr seht, 46 Spieler im Verkauf statt 30. Das ist der Trick. Wenn das abläuft, ja, die 46 Spieler. Sagen wir mal, es gehen 6 Spieler dann weg, du hast immer noch 40 Spieler zum Anbieten. Kannst du wieder 30 Spieler draufstellen und die 40 wieder drauf, dann hast du so eine 70er Liste. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und wenn die 70er Liste weggeht und da gehen, sagen wir, 10 Spieler weg, hast du eine 60er Liste. Und dann kannst du wieder 30 draufstellen und dann hast du eine 90er Liste. Wichtig ist nur, dass ihr hier nicht vorher alles anbietet. Ihr bietet erst eure separaten Spieler hier an, die ihr hier habt. Und dann geht ihr auf alles neu anbieten. Und wie ihr seht, Bronzepack klappt genauso gut. Also, das ist dir überlassen. Ich finde, Sniping ist wahrscheinlich das effektivste, die effektivste Methode, aber kostet am meisten Kraft.
und dann UV- und Bronze-Pack-Methode. Beide funktionieren auch ganz gut. Ich werde jetzt hier wieder ein paar noch später meine UV-Liste noch weiter ausbauen. Wie gesagt, geht einfach Premier League. Ich gebe da 350, 400 maximal Bieten an und guckt euch dann in der Premier League nach Spielern um, die halt interessante Nationen haben, ja, wie gesagt, die beliebten Nationen und am besten eigentlich die besten Positionen sind LM, RM, ZM und IV. Ja, wenn ihr das noch kombinieren kann mit einer guten, hohen Rating, gehen die eigentlich easy weg, ja. Also ich habe damit jetzt auch schon ein bisschen Profit gemacht, also du kannst momentan echt mit vielen Sachen Profit machen. Und die zweite Methode ist, die werde ich euch nur erklären, ich werde euch nicht zeigen, weil ich nicht weiß, ob ich da irgendwas leake, weil das ist ein bisschen so Computershit. Ihr drückt F12, dann seht ihr da oben Tabs, da steht bei allen Sources, oder Quelle auf Deutsch, und eins daneben steht Konsole, ja. Ihr geht dann auf Konsole auf den Tab und gibt dann das ein, was ich jetzt hier unten anblende. Das gibt ihr ein, und wenn ihr das eingebt, gibt ihr nochmal das ein, was ich nochmal unten einblende. Und dann habt ihr theoretisch auch eine 100-Liste freigeschaltet, aber da greift ihr halt in den Quellcode rein von EA Sports. Da weiß ich nicht, ob man gebannt wird. Ich habe gehört, die letzten Jahre haben das welche auch gemacht und da kann man, glaube ich, über eine 100-Liste machen. Und dann wurden die, glaube ich, gebannt. Ich bin mir nicht sicher, Chat. Ich gehe davon aus, dass man dann nicht gebannt ist, weil es ein Fehler von EA ist, dass man keine 100er Liste jetzt hat. Ich mache es erstmal nicht. Ich mache erstmal hier das. Ich gucke mir erstmal an, ja, ob das so bleibt. Ich hoffe, das fixen die spätestens die kommenden Tage, dass man sowieso eine 100er Liste hat. So kann man wieder, mit meiner Methode kann man auch eine 100er Liste bekommen. Easy peasy. Man kann bloß jetzt zum Beispiel nicht mehr anbieten. Ich könnte jetzt nicht Snipen und was anbieten. Du müsstest jetzt warten, bis die jetzt abgelaufen sind, die Spieler. Und dann könntest du theoretisch wieder snipen, bis du 30 im Verkauf hast. Und dann kannst du die anderen wieder anbieten. Dann musst du halt jedes Mal eine Stunde warten. Ja, das ist die sichere Methode. Die andere Methode ist die, ja, nicht sichere Methode, aber die einfache. Weil dann kannst du machen, was du willst, als hättest du alles freigeschaltet. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir haben 30k, ich habe noch Rüdiger. Ich überlege sogar wirklich, Rüdiger zu verkaufen, um mir noch einen anderen Spieler zu holen, weil die Spieler, es gibt manche Spieler, die schwanken sehr krass von den Preisen her. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sehr viel Coins habt, ihr könnt euch echt ein bisschen nach Icons/Heroes umschauen. Also die schwanken, du könntest während der Web-App sogar noch momentan eigentlich Coins machen, meiner Meinung nach. Also es gibt viele Spieler, da ist der Preis nicht stabil. Also ich würde dann nicht sowas wie Jason Pack holen, ich würde dann wirklich so Spieler holen. Zum Beispiel Rudi Völler ist sehr interessant. Ja? Ich habe den gestern unter 100k voll oft gesehen, sogar sehr weit unter 100k. Und heute ist er über 100k. Guck mal, der ist gestern jetzt für, ich weiß gar nicht, für 80k mitgeholt. Jetzt sind locker heute für 105k verkauft. Das sind auch dann wieder nach Steuern 20k Profit. Und dann geht es zum nächsten Spieler, weißt du. Rüdiger ist heute ja fast gleich geblieben. Deswegen, ich überlege gerade, ob ich halt Rüdiger verkaufe. Auch Messi ist, glaube ich, heute ja sehr gut angestiegen, ja. Ich hätte ihn eigentlich schon fast nehmen sollen, auch ein Van Dijk, den ich gestern angesprochen habe. Ich weiß gar nicht, wie viel er mehr hat, er ist wieder ein bisschen runtergegangen, aber der war heute zeitweise bei 144.000, da hättest du locker auch, ja, mit Profit verkaufen können, hättest du ihn für 80.000 mitgeholt. Also, ich muss mal gucken, ich gehe davon aus, dass ist eigentlich egal, wen du mitholst. Rüdiger wird auch früher, später, wenn das Spiel draußen ist, steigen, aber ja, du kannst jetzt während der Web-Phase sogar ein bisschen noch Coins machen. Dann würde ich sagen, ja, so viel dazu, zu den ganzen Dings. Wenn ihr Fragen habt, schreibt nochmal in den Kommentarbereich. Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich erstmal die Top-Partien. Die ist draußen, da ist aber eins auch verbuggt. Hier, das ist nämlich, glaube ich, verbuggt. Da zählt der ZM-Spieler aber so nicht dazu. Das heißt, hier der ZM-Spieler ist sowas wie 0 Chemie, da musst du ein Torwart hinstellen. 19 Bronze-Torwart und da musst du drumherum auf die Voraussetzung kommen, falls es immer noch nicht gefixt wurde. Und dann vielleicht machen wir heute, je nachdem, ich überlege halt, ne, ob ich halt in Spieler investieren soll oder wir machen für Content einfach die SBC noch, wenn die nicht so teuer ist. Es gibt noch ein paar andere SBCs, die sind sehr, sehr günstig, die ihr machen könnt. Wenn ihr sagt, ich will nur 5k maximal ausgeben, ihr könnt das hier machen, was ich gemacht habe, dieses Puzzle-Guru. Ich glaube, knifflig kann man auch günstig abschließen für ein 45k-Pack, genau. Das kostet auch nur 5k kosten, da kriegst du ein 50k-Pack und glaube ich bei Hybrid Nation Elite 8er, genau. Das ist auch nochmal ein 50k-Pack und das soll glaube ich auch nur 5 bis 6, 7, 8k kosten. Die anderen, ja, sollen wohl ein bisschen mehr kosten, stand jetzt, und soll sich nicht so lohnen, weil die Packs halt ein bisschen schlecht sind. Dann würde ich sagen, schnack mich so lang, ich gehe in die Top-Partien. Ja, sind ein paar gute Packs dabei. Ich habe gesehen, Random Food Market hat aus diesem Pack, Prime Gold Spieler Pack Klein, ein Mbappé gezogen. Also sehr, sehr lucky. Ich versuche da auch mein Glück. Wir haben ein bisschen Coins gemacht mit 30k und dann ja, ein bisschen für den Content. Let's go. Okay, Freunde, ich habe jetzt für die ganze Top-Partie in SBC mit Kombination mit den Spielern, die ich im Verein hatte, 8.000 ungefähr ausgeben müssen. Ich denke, wir werden die Münzen zurückholen. Wir werden mindestens 8.000 wieder rausholen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, werden wir ein bisschen was Besseres ziehen. Weil ich noch was sagen wollte zu Lacazette. Das ist eigentlich ein perfekter Spieler zum Snipen. Ist mir eben nochmal eingefallen, weil ich sagen wollte,
Weil Lacazette hat nicht jeder auf dem Radar gehabt. Der ging für 1,5, 1,6, 1,7 weg. Und weil viele das nicht auf dem Radar haben, dass er so viel wert ist, wegen, ich weiß nicht, gerade mal Topper den SBC oder so, stellen viele den für 500, 600 rein oder sogar 400. Solche Spieler müsst ihr mal raussuchen. Ihr findet die meistens bei, ja, bei den Footbin, bei den SBC-Lösungen findet ihr solche Spieler. Oder wenn ihr halt solche UV-Spieler habt, dann könnt ihr auch mal gucken, oh, warum ist er so teuer geworden? Otamendi ist auch gestiegen. Also, ja, da könnt ihr auch ein bisschen gut schneiden. Deswegen sage ich ja, diese Spieler werden immer hoch und runter gehen. Müsst ihr ein bisschen die, den Markt oder den Preis beobachten. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Das ist die erste Top-Partie SBC in FIFA 23. Wir fangen mit Dänemark und Frankreich an. Ist eigentlich ganz, ganz easy. Ihr müsst da eigentlich nur einen Dänen oder einen, ja, Franzosen reinstellen. Ich hatte hier zwei Dänen gehabt, die ich noch hatte im Verein. Da habe ich irgendwas reingetan. Da habe ich halt mit den ganzen Koreanern aufgefüllt, die ich noch im Verein hatte. Ein paar musste ich kaufen. Ich glaube, irgendwie hier den für 200 habe ich gekauft. Ja, und das war's. Also sonst alles aus dem Verein, alles untrade auch, glaube ich, fast alles zumindest. Da würde ich sagen, gehen wir das Ganze ab. Kriegen ein Elektrom-Spieler-Pack. Klein, vielleicht kann man da auch was Gutes ziehen. Ja, let's go. Dann gehen wir in die nächste SBC, Niederlande gegen Belgien. Da muss ich auch ein bisschen mehr kaufen. Ich habe die ganzen Holländer hier gekauft, für, also fast Min. Den habe ich für 700 geholt, weil ich musste irgendwie auf die Chemie kommen. Also viel habe ich für 353 bekommen, bei denen muss ich für 700 holen. Die restlichen Spieler habe ich einfach ja aus den Verein. Die sind alle untrade, also können wir auch easy mitnehmen. Das gemischte Spielerpack, nicht das beste Pack, aber ja, nehmen wir mit. Dann gehen wir in die nächste SBC, Portugal gegen Spanien. Da habe ich nochmal die ganzen, ja, Spieler aus dem Verein gesucht, die sind alle untrade, ihr seht, die sind auch untrade und dann den Rest muss ich, glaube ich, kaufen. Der ist auch untrade, ja, den muss ich halt für 1k kaufen, weil der hat genau dann reingepasst und da dachte ich, komm, für 1k kaufe ich den. Die anderen Spieler habe ich im Verein gehabt, dafür kriegen wir einen Prime Gold Spieler Pack klein, das ist auch ganz nice. Und dann die allerletzte SBC England gegen Deutschland, ich glaube, die haben das wieder gefixt. Ich weiß nicht warum, Chat, ihr habt das gerade gesehen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach untrade drin lasse. Irgendwie war da eben die Chemie kaputt und dann habe ich die hin und her gewechselt und auf einmal ging das wieder. Das war eben auch so. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich kann das jetzt abgeben. Also hier habe ich ja, ein paar Untrade-Spieler eingebaut und den Rest habe ich schon gekauft. Hier, wie ihr seht, muss ich auch ein bisschen einen in die Tasche greifen mit 100 jeweils. Ja. Und den Rest habe ich eigentlich im Verein gehabt. Weil ich auch ein bisschen Bronze-Pick-Methode und sowas gemacht habe. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ne, es klappt nicht. Ah, man muss hier, glaube ich, auf die 26 Chemie kommen, ohne den mittleren ZM. Das hat, wurde mir gesagt. Alter, das ist so dumm, ne? Also, es hat wirklich so geklappt, glaube ich. Ich hoffe, das jetzt gar nicht absenden. Ihr muss hier irgendeinen Random reintun, der keine Chemie gibt. Das ist einfach ein Fehler von EA. Das ist ein Bug. Ja, und dann, wenn du es mit denen hier drumrum, also mit den 10 Spielern drumrum schaffst, auf die Voraussetzung zu kommen, dann, ja, kannst du es, glaube ich, abgeben. Jetzt gucken wir mal. Ja, das ist so dumm. Wir müssen theoretisch, ich muss jetzt extra mehr bezahlen, dank fucking EA, weil die da so reingeschissen haben. Gut, oh, und ihr seht, UV geht wieder gut weg. Also sind wieder ein paar, also die zwei sind weggefangen von UV und der Rest ist von Bronze-Dings. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Packs auf und dann kümmere ich mich darum später. Also wir haben jetzt 5 Packs. Bin mal gespannt, ob wir unsere Münzen zumindest halbwegs zurückholen. Ich denke mal schon. Schauen wir mal. Es geht ja gefühlt jetzt momentan alles irgendwas weg. Ein paar Nacken, 80er ZM. Ich werde, glaube ich, später dann einfach nur gucken, ob die, ja, ein bisschen was gehen. Aber ihr seht schon, der scheint schon über, ja, 1000 zu gehen. Also wir werden auf jeden Fall unsere Münze zurückholen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ganz nice. Okay, das war nicht so schlecht. Dann nehmen wir das nächste Pack. Elektrospieler-Pack klein. Ziehen wir Benzabaini. Ah, ist nicht das beste Pack. Aber auch hier, ja, werde später mal gucken. Aber ich glaube, das war eher Abschlusspack. Dann gehen wir hier weiter. Prime gemischte Spielerset, 6 selten. 12 Objekte, bitte was dahinter noch. Bentancur, das ist, glaube ich, nichts wert. Obwohl, doch, der ist 1,5, 1,6 wert. Das ist schon mal ein bisschen Money Back. Der ist nichts wert, aber ich glaube hier sowas. Ne? Die könnten. Oh mein Gott. Okay, die sind heftig viel wert. Also Deutsche, glaube ich, und die ganzen anderen Nationen, die seltenen, ne? Die seltenen Silberspieler sind sowieso ein bisschen mehr wert. Auch hier sowas könnte was wert sein. Ja, der ist nichts wert. Okay, aber wie gesagt, check ich später auch nochmal ab. Da haben wir noch die zwei großen Packs, einmal das und das. Dann würde ich sagen, machen wir das kleine erstmal auf. Prime Gold Spieler Pack klein. Das ist wieder so ein Konneball-Ding. Und dahinter haben wir Wijnaldum. Leider nicht mehr der Wijnaldum, der mal war. Na, 2K wäre trotzdem viel. Oh, Saar haben wir gezogen. Saar ist, glaube ich, gar nicht mal so. Oh, der ist nichts wert. Aber Alexandro eventuell auch nichts. Den können wir aber für UV wahrscheinlich mitnehmen, wenn ich schon sehe, dass der Preis günstig ist. Genauso wie Hector.
Okay, dann würde ich sagen, das nehmen wir mit. Leider nichts Gutes. Dann haben wir das allerletzte Pack. Come on, yay. Gönn doch mal was Geiles, komm. Ah, Lucatelli, den habe ich, glaube ich, schon mal gezogen. Oh, und Fred und Pope. Pope ist ja noch was wert. Nee, ist auch nichts wert. Fred ist, oh, zumindest 3K wert. Das ist auch nicht schlecht. Also ich denke, ich sag mal so, wir gehen auf jeden Fall mit Plus raus. Ich habe ja 8K, glaube ich, abgegeben jetzt. Oder für mich aus 9K. Wir werden auf jeden Fall mehr als das rausholen. Dann würde ich sagen, kümmere ich mich um das ganze Zeug jetzt hier. Oder auch ein bisschen UV-Nachkauf. Oh, der ging direkt weg für 2,4. Und dann, glaube ich, zum Abschluss machen wir, glaube ich, vielleicht noch das hier fertig, wenn das nicht zu teuer ist. Ich werde es aber abchecken. Ansonsten mache ich vielleicht von jeder SBC ein bisschen was, was halt nicht zu teuer ist und sich noch halbwegs lohnt. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, Freunde, zum Abschluss des Videos werden wir noch das Liga Nation Hybrid SBC, alle drei SBCs machen und öffnen. Ich empfehle euch das, wie gesagt, nicht zu machen, erst an der Konsole, weil ihr halt da nur Untrades bekommt. Aber ich habe irgendwie Bock und es ist halt für den Content. Ihr wisst, ich habe vieles gemacht für den Content. Ich mache nicht immer das, was mich am schnellsten nach oben bringt. Das habe ich nie gemacht die letzten ein, zwei Jahre. Wir haben den Content ein bisschen umgeändert und wir machen das, was halt interessant ist. Wir kriegen, wenn wir alles abschließen, ein 55k-Pack. Und noch hier zwischen auch ziemlich gute Packs. Das letzte Pack hier, das Puzzle Guru, haben wir ja gestern schon geöffnet. Also, es war ein 50k-Pack. Ging so. Aber ja, wir gehen rein. Hier muss ich nicht mal so viel bezahlen. Wir kriegen hier ein 35k-Pack, ein seltenes Elektron-Pack. Viele hatte ich schon im Verein gehabt. Und sonst die restlichen Spieler habe ich für 350 mir erboten oder gekauft. Also, ihr seht, hier habe ich fast gar nichts bezahlt. Das ist ganz cheap. Ist ganz easy eigentlich. Ihr braucht nur zwei Nationen. Und dann braucht ihr einen Spieler aus den anderen Liga noch. Hier, der ist aus der zweiten spanischen Liga. Und die restlichen sind aus der ersten spanischen oder französischen Liga. Da kriegt ihr einen 35k-Pack. Easy. Könnt ihr auch machen, wenn ihr ein paar Untrades habt im Verein. Und dann gehen wir weiter zu Fortgeschritten. Das war, glaube ich, ein bisschen teurer. Da kriegen wir ein Mega-Pack. Und ihr müsst es halt da ein bisschen gucken. Das ist nicht so einfach. Weil ihr müsst da ein bisschen auf ja, Mannschaften achten. Zum Beispiel hier den guten John Lucas hatte ich im Verein gehabt, da musste ich den Wanderson für 700 kaufen. Das Geile ist, ich habe beim Snipen einen RF bekommen und der kriegt momentan für 4000, weil die Position Change Karten kosten 2,2 und der kostet 700. Theoretisch kriege ich ihn für 3000 verkauft, den ich für 700 nochmal gesniped habe. Ist ganz nice, also ihr müsst da ein bisschen aufpassen wegen den Nationen, aber ansonsten ja hier, bum bum, dann Paulista, Günther, ja. Ja, ich könnte das hier ein bisschen schon mal vorher machen. Ich habe das hier immer so ein bisschen gebaut bei der guten Footbin-Seite. Da könnt ihr ein bisschen immer rumtesten. Oder was hier? Hier war es, glaube ich. Ja, hier könnt ihr ein bisschen rumbauen. Habe ich ein bisschen rumgetestet und dann ging das hier ganz gut auf. Ihr könnt es natürlich auch nachbauen. Wie gesagt, hier sind die Preise. Also Paulista kostet ein K, der kostet 800, 500, 900, 900. Und ja, die restlichen gehen eigentlich so. Da kriegt ihr ein Mega-Pack. Und dann gehen wir in die letzte SBC knifflig. Und die ist eigentlich auch, ja, ein bisschen knifflig, aber es geht. Die habe ich einfach von Footman übernommen. Es ging eigentlich die Preise. Also der war ein bisschen teuer. Den habe ich für 500 gesniped. Der kostet normalerweise 1,2. 750, 300, 850, 350, 650, 500, 800, 1100. Der war ein bisschen teuer, der Michel. Vielleicht, wenn ihr das Video seht, dann ist er ein bisschen günstiger und dann noch ein Adam für 800. Das geht eigentlich. Für das Ganze haben wir vielleicht ein bisschen über 10k bezahlt. Dafür haben wir jetzt geile Packs zum Abschluss. Das sind, glaube ich, Packs fast ein Wert von, lass mich nicht lügen, 45k, 35, 70k, 125, ja, fast 150, über 150k auf jeden Fall. Das ist sehr nice. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Schlechtesten an. Sagen wir mal, das Schlechteste ist das Mega-Pack. Bitte, ey, daraus vielleicht einen spielbaren. Ich weiß, das bringt mir eh nichts in der Web. Ist das eigentlich wieder voll dumm? Oh, ihr seht oben, ich habe 57.000 Münzen. Ich habe aus Versehen den Rüdiger verkauft, weil ich habe nicht auf den Preis geachtet. Ich hatte einen UV drauf gehabt. Ich habe ihn, glaube ich, für 36 geholt. Ich dachte, ja, ein Zahlendreher. Und dann ist er auf einmal jetzt auf 45 gestiegen. Ich muss mal gucken, ob der ein bisschen günstiger wird, ob ich ihn nochmal wieder zurückhole. Oder ob ich einen anderen Spieler hole für 57.000. Irgendeinen Spieler muss ich auf jeden Fall die Tage noch mitholen, weil, ja, die werden ja, wie ihr seht, steigen jetzt von Tag zu Tag, wie ich gesagt habe. Dann würde ich sagen, genug geschnackt. Ihr wollt die Packs sehen, ich auch. Gehen wir ins erste Pack rein. Mega Pack. Come on, yay! Reece James. Ist er was wert? Reece James, sag mal, her. Ja, stand jetzt 4K. Ist okay. Kann man den noch woanders spielen? Ne, nur RV. Ja, ist nicht der schnellste, deswegen ist er, glaube ich, auch nicht so viel wert. Unten haben wir ja nichts mehr Besonderes. Und dann, ja, haben wir noch Hunter-Karte, Tottenham. Alright, nehmen wir so mit. Okay, gehen dann weiter zum seltenen Elektrum-Spieler-Set. Da habt ihr, seht auch, das ist auch garantiertes Rating drin, ne? 82 plus ist hier garantiert. Come on, EA. Das ist, warum zeigt denn die immer das zuerst an? Ich verstehe es nicht.
Rotri, ja, das ist SBC-Futter, ne? Ja, der kostet eben 85k, weil die Preise nicht verkackt haben. Ja, ansonsten leider auch nur Müll drin. Mist, Alter. Okay, da haben wir aber noch zwei gute Packs. Machen wir das nächste 45k-Pack auf. Come on, ey. Irgendwas, Mann. Irgendwas Cooles. Irgendwas Spielbares. Ah, Bonu ist auch nix. Das ist es auch nicht, Chat, Alter. Da bin ich richtig krass auseinandergenommen gerade. Wir gehen so ein großes Risiko ein, weil wir 10, 15k auf der Web ist halt viel Geld. Und dann, ja, kriegt man nicht mal was Gutes. Im letzten Pack, das ist die letzte Chance. Sonst sind wir wieder hier mit, ja, eigentlich gar nichts rausgekommen. Bis jetzt mein bester Spieler, ich weiß gar nicht, Richarlison, Reece James. Wir haben bis jetzt noch keine gute Karte gezogen. Gib mir irgendwas Spielbares schon mal. Komm! Junge, was packt das denn jetzt noch so? Komm! Araujo. Oh mein Gott. Ja! Oh mein Gott! Ja, es ist nicht die teuerste Karte, aber Chat, Stand jetzt kostet er auch schon 35.000 und könnte potenziell bis zum Anfang von der Weekend 100k kosten. 80, 90, 100k gehe ich von aus, wird er bestimmt hochgehen. Und den haben wir schon mal im Verein. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Reece James. Jesus Navas, okay, nicht schlecht. Araujo. Ja, die sind jetzt nicht so teuer, sind wir mal ehrlich. Ein dicker 2K. Okay, die sind jetzt nicht so viel wert, aber ich bin anders zufrieden, meine Freunde. Ja, Raum haben wir auch noch, dann gucken wir, ob ich den irgendwo anders abgebe. Bin ich anders zufrieden. Wenigstens eine spielbare Karte haben wir gezogen, den guten Furland Mondi. Das ist ein guter Abschluss für diese Folge. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen helfen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man auf 100 Transferliste kommt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen bei der Top-Partie. Wer da jetzt bei der letzten SBC hängen geblieben ist, ich habe euch, glaube ich, da auch weiterhelfen können. Beziehungsweise, ich glaube, Nependis hat es getweetet und ich habe es gesehen irgendwo. Und ja, ein bisschen Pack-Opening hatten wir auch noch gemacht zum Schluss. Ja, ein bisschen was riskiert und ein bisschen was bekommen. Füllen und die ist eine sehr, sehr gute Karte. Sehr, sehr nice. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir hören uns morgen oder so wieder. Ciao, ihr Kissi.